Ich lese das Solinger Tageblatt von Mittwoch, den 4. Dezember. Das ist diese Zeitung. Und auf dem Titelblatt heißt es: Demokraten mit Vorwürfen gegen Trump. Washington. Der Geheimdienstausschuss des US-Repräsentantenhauses hat seinen Bericht zur Ukraine-Affäre vorgelegt und sieht, Zitat, überwältigende und unbeschrittene Beweise, Zitat Ende, gegen Präsident Donald Trump. Der Präsident habe sich eines, Zitats, Fehlverhaltens, Zitat Ende, schuldig gemacht, als er von der Ukraine eine Einmischung in die US-Wahlen verlangt habe, heißt es in dem am Dienstag veröffentlichten Bericht. Trump habe außerdem die Untersuchung des Kongresses zu der Affäre behindert. Die Republikaner hatten bereits am Montag in ihrem Bericht alle Vorwürfe gegen Trump zurückgewiesen. AFP-DPA. Tschüss.